So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen und hallo zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Dem Let's Play zum Spiel Cassette Beast, was ihr sagt, seit dem 25. Mai. Warte mal, war das der 25. Mai? Ja, der 25. Mai. Auch für Nintendo Switch und die Systeme der Xbox erhältlich ist. Ein Taschenmonsterspiel, was ihr sagt, mal wieder. Das Genre der Taschenmonster, der rundenbasierten Kämpfe mal wieder revolutioniert. Ein Spiel, in dem wir, sag, Monster miteinander fusionieren können, um so stärkere Taschenmonster zu kreieren, um unsere Gegner zu besiegen. Viele verschiedene Typen gibt es. Darüber hinaus eine Story, in der wir, sag, in einer uns völlig fremden Welt befinden, aufwachen, eine Welt namens New Viral und wo man sagt Taschenmonster mit der Hilfe von Kassetten fangen kann, trainieren kann und so weiter und so fort. Und auch wenn er sagt, die Melodie jetzt aktuell ein bisschen entspannend ist, so kann man sich sicher sein, entspannt wird er sagt das Ganze da er sagt nicht werden. Denn es bleibt erst die Frage, wie sind wir in diese Welt gekommen und wie können wir, sag, aus dieser Welt in unsere Welt zurückerlangen? Tja, wollen wir doch mal sehen, wie das Ganze gelingen wird. Was für Taschenmonster wir, sag, hierbei fangen können, welche Fusionen wir, sag, hier durchführen können. Und wie viele dramatische Pausen wir hier einlegen. So oder so, es soll auf jeden Fall ziemlich gut sein. Das habe ich auf jeden Fall gehört. Komplex auch. Und auf jeden Fall eine gute Alternative mal wieder zu Pokémon, die aktuell ja sowieso mal wieder sehr fehlerbehaftet sind. Und ja, man weiß, er sagt wirklich aktuell nicht, was die, er sagt da aktuell bei Game Freak oder allgemein bei Pokémon aktuell machen. Dass er sagt, aktuell so viele Fehler sind. Aber egal. Denn hier geht es, er sagt, nicht um Pokémon. Hier geht es, er sagt, um Cassette Beast. Wobei natürlich es auch beim paar Fanspielen, er sagt, auch schon mal das Thema Fusion von Pokémon gab. Aber hier in ganz komplett neuen Ausmaße. Cassette Beast. Fangen wir jetzt mal an. Oh, verdammt, wir hatten jetzt noch die Einstellung. Einstellung, Fehlereffekte aktiviert. Ja, da gibt es jetzt nicht gerade sehr viel. Sprache ist ja sowieso, er sagt ja Deutsch, sehen wir jetzt das schon. Also können wir jetzt auf Spielen klicken. Tja, und falls man sich fragt, was ist eine Kassette, das war, er sagt, das, was es, er sagt, vor der CD gab. Ich hatte, er sagt, persönlich, er sagt, nie sehr viele Kassetten gehabt. Muss man, er sagt, so sagen. Ne, kann mich, er sagt, nicht daran erinnern, was für Kassetten ich überhaupt hatte. Eigentlich nicht gerade sehr viele. Hat er, sag, eigentlich nie irgendwelche Hörspiele gehabt? Hat mich, er sagt, nie interessiert. Musik, ja, das hatte ich, er sagt, meistens immer das mitgehört, was er, sagt, meine Eltern hatten auf Kassette. Aber ansonsten, nö, ich selbst hatte, er sagt, keine. Nix, er sagt, mit drei Fragezeichen, nix mit Benjamin Blümchen-Kassetten oder was weiß ich. Nein, hatte mich eigentlich nie interessiert. So, nun reitet dieser Ritter durch das Reich in die Wildnis von Wirral, wo es nur wenige gibt, die Gott oder andere mit guten Herzen lebten. Sir Gawain und der grüne Ritter, unbekannter Autor, 14. Jahrhundert. Ups! Okay, wer bist du? Cass? Sie, er? They, them? Er, ihm? Sie, ihr? Okay, er. Ja, Phantom langt eigentlich. Oder? Wir könnten eigentlich jetzt, sag, auch was komplett anderes, sag mal, nehmen. Wir müssen ja nicht eigentlich ständig, sag, unseren eigenen Namen nehmen. Aber eigentlich
Nehme ich das, sagst du sowieso. Ja, bleiben wir, sag auch bei diesem Spiel, mal wieder unserem Namen treu. Phantom Heart. So und nicht anders beschreiten wir seit jeher Abenteuer in verschiedenen Welten. Ja, sowieso, sag auch in verschiedenen Taschenspielermonster. Das hört sich jetzt irgendwie falsch an. Aber jedenfalls, Phantom Heart ist wieder, sag mal, unser Name. Lieblingsfarbe, blau? Nicht unbedingt. Schwarz ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Beim besten Willen, ich sehe hier aber kein Schwarz. Und generell, sag auch, die Farbe hierbei ist. Was ist dann jetzt los? Okay, so wie es aussieht, man hat, sagt, die Auswahl zwischen für 500 Wörter, aber Phantom ist, sagt, aber dann doch, sagt, passend so. Puh, gute Frage. Was? Blau? Ist das dunkelblau? Nehmen wir, sagt, das mal. Ich denke mal, das müsste dunkelblau sein. Hautfarbe, auf jeden Fall ziemlich blass. Frisur, tolle. Zurückgebunden können wir. Nein, wir können uns ehrlich gesagt nicht drehen. Niedriger Afro, nö. Bürstenschnitt, das sieht bescheuert aus. Dutt, ne. Akkurat. Langer Pony. Vokuhila. Okay, das passt. Meine Haarfarbe ist allerdings braun. Das ist, glaube ich, doch eher hellbraun. Meine Haarfarbe ist eher dunkelbraun. Farbe Haar ist es zwar. Haben wir hierbei wenigstens schwarz? Könnte er sagt Farbe 13 schwarz sein? Ja, wenn ja, dann so Gesicht, Lidschatten? Bart? Viel zu vollig. Nein. Mürrisch. Schirm? Gesichtsmaske, das passt. Halbe Gesichtsbemalung, nö. Gesicht einfach. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen eine Gesichtsmaske. Augenfarbe. Ah, das ist jetzt auch mal wieder so eine Sache. Wo ist jetzt hier, sag hier wieder blau? Das muss das hier sein. Farbe Gesichtsaccessoire. Haben wir ein Gesichtsaccessoire? Ich bin eigentlich nicht so recht für ein Stirnband. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen da, sag lieber. Ja, ein rotes Stirnband, nehmen wir das. Okay, das ist ein T. Sah irgendwie eben komisch aus. Tja, deine Pronomen, er, ihm. Was ist eigentlich they them? Hm, keine Ahnung. Aber das müsste, sag so, passen. Füttert den Gaumpier. Das muss, sag, anscheinend, sag, auch irgendeine Art von Monster hier sein. Verbeugt sich vor Eurer Majestät den Dunkelfürst? Was war das? Schärft Ripteras Messerklauen? Kocht im Kohlenkessel? Zieht den Aufziehrobben auf? Leitet die Verkehrskrabbe? Okay, die habe ich schon gesehen. Lädt den Blitzerin auf? Ah, oh, na toll. Strand von Hafenstadt. Ja. Huh. Ausdauerbalken. Huh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Und wieso habe ich eigentlich mehr Haare jetzt? Okay, Fukuhila, schön und gut. Aber beim besten Willen, meine Haare sind, er sagt, nicht mehr so voll. Okay, wir können, er sagt, auch springen. Wir können laufen. Haben eine Ausdaueranzeige. Aber trotzdem. Ja, Hafenstadt.
Wie sind wir jetzt hingekommen? Ich saß einfach gemütlich vorm Fernseher. Glaube ich doch einfach. Ich saß vorm Fernseher. Oder nicht? Naja, und auf einmal bin ich ja Sakia. Tja, was ist jetzt hier los? Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Kiste hier. Ein guter Anfang. Ein bisschen Holz. 100 Holzbretter. Eine verwertete Grundressource, für die du Gegenstände und Dienstleistungen erhältst. Ja. Holzi, Holzi, Holz. Ich und mein Holz. Wollen wir mal wieder ein paar Brücken bauen? Yippie. Ich glaube, jetzt bin ich in irgendwas reingetreten. So wie ich das eben anhörte. Testet, ob Sterntierchen... Oh, verdammt. Mach jetzt keine plötzlichen Bewegungen. Verkehrskrabben habe ich es nicht so mit Fremden und eigentlich auch mit niemandem. Hier, bitte. Yeah, ein Walkman. Hatte ich das auch noch nie. Ich wollte mir mal einen tragbaren CD-Player zulegen. Aber darauf wurde das auch nichts. Okay, kurze Frage. Was ist dein Style? Was für ein Ding? Gruselig, süß? Nein. Ich nehme gruselig. Ja. Ja, das sehe ich. Das sieht man deine Haar an deiner Frisur an. Naja, dann nimm die hier. Einmal Geisterschaf. Erfolg freigeschaltet, Schafe zählen. So. Geisterschaf. Das unheimliche nächtliche Stöhnen des wilden Geisterschafs hat schon viele glauben lassen, dass es sich dabei um ruhelose Geister handelt. Was jedoch nicht der Wahrheit entspricht. Sie sind quicklebendig, jammern aber gerne rum. Wer macht das nicht? Erhöht die Kassette dieses Monsters auf 5 Sterne, um weitere Informationen freizuschalten. Habitat unbekannt. Bootlegs, keine Ahnung. Begegnet 0. Okay, leg sie jetzt in deinen Kassettenspieler. Setz die Kopfhörer auf und drück auf Play. Das könnte ein bisschen seltsam werden, aber halt dich einfach an mich. Okay. Du bist dran, nur zu. Okay. Verdammt nochmal. Atmen, du gewöhnst dich gleich daran. Ah, muss man sich daran gewöhnen? Machen wir in die Hölle heiß. Mäh, ja. Auf in den Kampf. Schafsglück erhöht passiv das Ausweichen des Benutzers im Verhältnis zur Menge der verlorenen TP. Ich aktiviere den Klaps auf die Verkehrskrabbe. Und sie, ich würde mal sagen, spucken. Tja, also ich weiß nicht so recht. Irgendwie finde ich irgendwie, das hackt. Und naja, das hackt ein bisschen, der Sack hier beim Spielen. Erhalten, Rambock. Trifft dein Ziel und verringert deine Präzision. Andere Gegenstände, Plastik. Du hast dich ziemlich gut geschlagen. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Kaylee. Ich bin Kaylee. Freut mich, dich kennenzulernen, Phantom. Naja, wir sollten dich wohl mal ein bisschen aufwärmen, bevor du in deinem Pyjama noch erfrierst. Ach, das ist mein Pyjama. Okay, ich dachte, das wäre ein Trainingsanzug. Aber gut. Eigenartig. Das soll er sagt sicherlich er sagt nicht sein, dass er sagt ab und zu ein bisschen hakt. Was meinst du? Ziemlich idyllisch, oder? Wo bin ich? Willkommen in Hafenstadt. Dein neues Zuhause. Aber ich habe schon ein Zuhause. Genau. Ja, tut mir leid. In solchen Sachen bin ich nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wie ich es dir jetzt sagen soll. Du sitzt hier fest. Genau wie wir alle. Mir dreht sich der Kopf. Wonderful. Ah, wunderbar. Du bist wach. Kaylee hat mir ganz schön Angst eingejagt, als sie bei mir angeklopft hat. Ich hatte mir schon Sorgen um dich gemacht, Phantom. Ich glaube, es ist nichts Ernstes. Die erste Transformation ist immer ein ziemlicher Schock. Aber zufällig gab es in Hafenstadt noch einen Platz für dich. Also wohnst du jetzt hier. Wo um alles in der Welt sind wir?
in der Welt? Kayleigh, hast du es ihm nicht gesagt? Sorry. Tut mir leid, das hätte ich machen sollen. Ich will dich jetzt hier mit Informationen zuballern, aber du bist auf einer Insel namens Neu-Wirral. Sie ist nicht unbedingt auf der Erde, zumindest glaube ich das. Gibt es einen Weg zurück nach Hause? I'm afraid not. Ich fürchte nicht, Phantom. Tut mir leid. Was für eine nette Ärztin. Schonungslos hat sie einer gesagt, das Pflaster von der Haut abgerissen. Seit einem Jahrhundert versuchen Schiffbrüche schon in ihre Welten zurückzukehren, aber ohne Erfolg. Ich bin in meinem Pyjama hier angekommen. Ich war sicherlich nicht auf dem Schiff. Und ich will er sagt nicht hoffen, dass es er sagt jetzt eine dieser Situation. Ja, du bist tot, landest in einer neuen Welt. Quasi er sagt jetzt die Version eines Isekai-Animes. Nur mit Taschenmonstern. In die man sich verwandeln kann. Wie in der vierten Generation von Digimon. Digimon Frontier. Wo die Digi-Ritter sich ihr sagt selbst in Digimon verwandelten. War zwar Staffel 4, aber ich nenne es eher Generation 4. Aber das wird schon. In Hafenstadt gibt es eine Gemeinschaft, in der die Leute einander helfen. Ist kein schlechtes Leben. Und es ist sicher, naja, mal abgesehen von den Monstern. Wie das, gegen das wir gekämpft haben? Wie auf den Kassettenspieler? Ja, ich gehe bald auf Patrouille. Wenn du mitkommen möchtest, triff mich am Tor, direkt hinter der Brücke, über die wir in die Stadt gekommen sind. In der Zwischenzeit kannst du dich gerne bei deinen neuen Nachbarn vorstellen. Es dürfte sich herumgesprochen haben, dass ein neuer Junge in der Stadt ist. Naja, wir haben auch Kleidung für dich besorgt, allerdings könnte sie für deine Zeit etwas altmodisch sein, aber das ist alles, was wir haben. Meine Zeit? Tut mir leid, ich texte dich schon wieder zu. Bis bald, okay? Dann können wir uns gerne weiter unterhalten. Meine Klinik ist ganz in der Nähe. Komm gerne vorbei, falls du eine Untersuchung brauchst. Das ist bestimmt viel zu verdauen, aber wir haben alle das Gleiche durchgemacht. Na toll. Neue Quest, this is the world we live in. Sprich mit Kayleigh am Osteingang von Hafenstadt. Ist das eigentlich auch der Titel von irgendeiner Art von Song? This is the world we live in? Hört sich irgendwie so an. Oh, was haben wir das? Ranger-Handbuch. Ein Handbuch, das Kayleigh dir gegeben hat. Lies es, um dir anzusehen, was du über das Leben auf der Insel Neu-Wirral gelernt hast. Ja. Tja. Gestrandet in einer neuen Welt. Also gut, wo haben wir denn jetzt, sag hier, das Bestiarium? Nein, Ranger-Handbuch. Lesen. Trifft zuerst Kayleigh östlich von Hafenstadt. Oh, aus dem Handbuch ist eine Karte gefallen. Gut, Elementartyp-Karte. Ein Diagramm auf einer Karte, die aus dem Ranger-Handbuch von Kayleigh gefallen ist. Es enthält Beschreibung der Elementartypen der Monster auf Neu-Wirral und Tipps, wie du sie zu deinem Vorteil einsetzen kannst. Oh ja, das ist interessant. Bestie gegen Glas, Glasscherben mal 3. Okay, Bestien sind, er sagt, stark gegen Glasscherben. Glitter wiederum. Tja, Glitter wiederum ist, er sagt, gegen alles gut anscheinend. Aber es gibt, er sagt, viele verschiedene Typen hier. Bestie, Luft, Astral, Erde, Feuer, Eis, Blitz, Pflanze, Metall, Pflanze, Plastik, Gift, Wasser, Glas und Glitter. Oh, verdammt nochmal. Ja, es könnte auf jeden Fall jetzt erstmal ein sehr aufwendiges Abenteuer werden. Aber gut. Naja. Gab es erst ab hier nicht Klamotten? Anscheinend gibt es hier keine Klamotten. Aber auf jeden Fall ziemlich gute Musik, muss man sagen.
Das ist ein Briefkasten. Ziemlich seltsam, dass er drin ist, wo niemand Briefe zustellen kann. Trotzdem Nachsehen, es stellt eine Internetverbindung her. Jo. Nachsehen, der Briefkasten ist leer. Auf der Rückseite befindet sich ein Tastenfeld. Gibst du einen Code ein? Nö. Es gibt zwar irgendeine Art von Code, die man jetzt aktuell auch nutzen kann, aber... ich hatte jetzt ehrlich gesagt wirklich eher gedacht, wir hätten hier neue Klamotten. Oh, warte, es gibt Klamotten. So, Sweatshirt, T-Shirt, Jacke, Jacke 2, Retro-Kleid, Weste, Jacke 3, T-Shirt 2, Schürze, Westenjacke, Poncho, Sweatshirt, T-Shirt, warte mal. Eine Westenjacke finde ich ehrlich gesagt nicht verkehrt. Ah, das passt irgendwie nicht. Okay, das passt schon eher. Okay, es muss schon eine Hose sein. Das passt. Schuhfarbe, wie schon gesagt, nur schwarz ist das Wahre. So, ich denke mal, damit hätten wir jetzt erstmal eine ziemlich gute Klamotte an. Tja, unser neues Leben in Hafenstadt. Weißt du, was mir fehlt? Sport! Warum kann man in Hafenstadt nicht mal ein Fußballteam gründen? Tja, wahrscheinlich gäbe es wohl niemanden, gegen den man spielen könnte. Die Riesenkrabben am Strand sind eher nicht auf Wettbewerbe aus. Hey, bist du neu hier auf der Insel? Das sieht man dir sofort an. Was soll das denn jetzt heißen? Hä? Warst du schon auf der Westseite von Hafenstadt? Ich wollte irgendwann mal das Heimatmuseum dort besuchen. Aha. Warte, was ist das? Er sagt jetzt hier die Klinik? Werde Mitglied der Ranger und schließe deine Ausbildung ab, um den Zugang zu diesen Quests freizuschalten. An alle Ranger, vergesst nicht, euch bei den Stadtbewohnern nach Gerüchten umzuhören, sonst verpasst ihr vielleicht was. IMT hatte keine Zeit, persönlich in Hörensagen nachzugehen. Ja. Also gut, sehr viele Bewohner treffen wir jetzt, er sagt, nicht an. Obwohl, mal sehen, wer ist, er sagt, jetzt unser... Oh. Café Grammophon. Au. Naja, solange nicht Grammophink, ist alles gut. Bonjour. Bonjour. Wir sehen hier nur selten neue Gesichter, besonders keine so ansehnlichen wie deins. Keine Ahnung. Ist Clemens, sag jetzt, nur eine Frau oder ein Mann? Ich bin Clemens und diese feine Etablissement ist das Café Grammophon. Was soll ich sagen? Ich habe viele Schallplatten und mache den besten Kaffee. Wie Konkurrenz gibt es nicht. Bitte, du kannst mir gerne Fragen stellen. Ich habe es nicht eilig. Naja, wie bist du hergekommen? Ich bin abgestürzt, im Meer gelandet, wurde hier angespült vor ungefähr 10 Jahren. So war das. Mir fehlen Motorräder. Bonjour, was kann ich für dich tun? Was steht auf der Karte? Zurückspulen? Natürlich, ganz klassisch. Kassetten, die sich hier, er sagt, verheddert haben und aufgehangen oder, er sagt, das Band verloren haben, sollte man, er sagt, natürlich mit einem Bleistift zurückspulen. Neuspulung. Repariert eine bestimmte Kassette und spult sie zurück. Verbraucht bei Benutzung im Kampf eine Runde. Tja, Dosen-Eiskaffee. Lecker. Einfache Kassette. Haben wir noch nicht. Reodorant. Eine Sprühdose mit Unisex Perspirant Antideodorant laut Aufdruck. Riechst du damit stark genug, Monster eine Minute lang abzuwehren? Und eine Rauchbombe. Au revoir. Ich glaube, sie müsste, er sagt, eine Dame sein. Bonjour. So, das Café Grammophon. Oui.
Oui, als sie nach Hafenstadt kam, schrien die Leute hier förmlich nach einem stylischen Ort zum Treffen. Und den habe ich ihnen gegeben, wenn ich nicht ich, wer dann? In der Stadt gab es ein Grammophon, eine alte Maschine zum Abspielen. Von Schallplatten, also mache ich daraus das Herzstück des neuen Ladens. Dann meinten die Leute, Clemence, du hast ein Grammophon, aber keine Musik. Ja, eines Tages haben die Ranger einen Ort voller intakter Schallplatten gefunden und sie mir gebracht. Sie sagten, wir haben zwar in die Schallplatten, aber die sind für moderne Plattenspieler. Auf unserem Grammophon kann man sie nicht abspielen. Ich sagte ihnen, dass ich still sein sollte und reparierte das Grammophon, auf dem wir mittlerweile Platten spielen können. Jetzt ist mein Café stylisch und es gibt Musik. Alle sind glücklich. Ende. Und wie machst du deinen Kaffee? Ich habe eine besondere Methode und die Pipers bauen meine Kaffeebohnen auf ihrer Farm an. Ist so eine gute Übereinkunft? Non, c'est pas? Okay, bis später. Au revoir. Okay, die Stimme ist auf jeden Fall weiblich. Aber die Aussprache habe ich jetzt sicherlich falsch gemacht. Clemence? Clement? Ah. Diese Stadt gibt es seit 101 Jahren. Woher wusstest du? Wusstest du das? Ich weiß noch, wie es hier aussah, als sie noch klein war. Die Stadt verändert sich so schnell. Aber das Fundament ist stets die gleiche geblieben. Eigentlich eher doch das gleiche, oder? Sorry. Tut mir leid, wenn du einen Aufzug benutzen willst, musst du später wiederkommen. Ich führe gerade einige seit lang überfällige Reparaturen durch. Okay, dann würde ich ja sag mal sagen, rennen wir mal los zu Kaylee. Sie muss uns ja sowieso noch einiges mal hier erklären. Hey. Hallo Phantom, fühlst du dich besser? Du hast dich bei unserem letzten Kampf gut behauptet. Also ich habe einen Auftrag erhalten und brauche Hilfe. Meinst du, du könntest mir zur Hand gehen? Ein Auftrag? Ich erkläre es dir gleich. Siehst du den Weg da drüben? Wow. Heute Nacht hat es irgendein Erdbeben oder eine Monsteraktivität gegeben. Man sieht die Risse im Boden. Ja, wir prüfen den Weg und vergewissern uns, dass er sicher ist. Hier, das ist der Schlüssel für das Tor. Ah ja, danke. Okay, der Hafenstadtschlüssel wurde rausgenommen. Es geht weiter. Außersehen den falschen Knopf aktiviert. Au. Das hört sich irgendwie immer so an, als würden wir in irgendwas reintreten. Also, vorher muss ich dir noch einige Grundlagen zeigen. Hoffentlich bist du bereit für eine Verwandlung. Ich denke schon. Du gewöhnst dich im Nu daran. Das ist wie Fahrradfahren. Außer, naja, das Fahrrad verwandelt sich in ein mürrisches, schwebendes Schaf. Und du bist das Fahrrad. Siehst du das Vieh mit dem Stiefeln? Das ist eine Sprungfeder. Und sie wird aggressiv, wenn du dich hier näherst. Also kommst du natürlich näher. Hä? Na gut. Hallo? So, Tutorial-Aktionspunkte. Achte auf diese orangen Quadrate. Hierbei handelt es sich um Aktionspunkte oder kurz AP. Für die meisten Aktionen musst du AP ausgeben. Die AP-Kosten einer Aktion werden neben ihrem Namen angezeigt. Wenn du nicht genug AP für eine Aktion hast, kannst du sie in der aktuellen Runde nicht benutzen. Jedes Gruppenmitglied erhält 2 AP pro Runde und 1 AP zusätzlich, wenn es ein Angriff mit Typenvorteil landet. Du kannst vorausplanen und AP für deine stärksten Angriffe sparen, indem du nur schwache Aktionen benutzt, für die du nur weniger AP benötigst. Okay, mal sehen. Du hast ein bisschen was abbekommen, aber keine Monstergestalt hält das aus. Die grüne Leiste steht für die Gesundheit deiner Monstergestalt, die rote Leiste für deine Gesundheit. Wenn eine Gestalt im Kampf die gesamte Gesundheit verliert, wird die Kassette beschädigt und muss repariert werden. Außerdem wirkt der Zusatzschaden des Angriffs, der sie beschädigt hat, auch auf deine Gesundheit aus, die rote Leiste.
Wenn wir beide unsere gesamte Gesundheit verlieren, müssen wir uns nach Hafenstadt zurückziehen. Verstanden? Ja. Okay, lassen wir es krachen. Okay. Wieso werde eigentlich bloß ich angegriffen? Sieg, du hast den Kampf gewonnen. Gut. Fernkampfangriff, Schallknall, okay. Andere Gegenstände, Weizen, Holz und Papierbrei. Ja. Gut gemacht. Dieser Aufzug sollte eigentlich funktionieren. Hier müsste irgendwo ein Schalter sein. Irgendwo ein Schalter ist gut. Hier drin vielleicht? Ja. Hey. Super, dann fahren wir mal hoch. Bei weiteren Kämpfen gehst du voran, aber keine Sorge, ich bleibe ab jetzt bei dir. Freigeschaltet Kaylee. Kaylee ist jetzt an deiner Seite. Und Serenade. Serenaden sind besonders laute Kreaturen und können ihre Singstimmen durch ihre Mikrofonschwänze und Flügel verstärken. Sie scheinen nicht mitzubekommen, ob ihr Gesang zu laut für ihre Umgebung ist.